Der Verfallstag ist noch nicht ganz um, zumindest mal in Amerika. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber trotz alledem ein zartes Pflänzchen nach oben, das ist zumindest mal schon zu sehen, denn wir sehen, dass der Kurs zumindest mal sich ein wenig von diesen Abwärtskursen wieder entfernt. Also ein wenig die Chance nach oben zumindest mal zu spielen scheint. Ob die dann wirklich weitreichend schon sein wird und ob das vor dem Wochenende noch hinreichend weit trägt, das werden wir sehen. Das große Bild will ich an dieser Stelle gar nicht ansprechen. Das gucken wir uns dann am Wochenende gerne an. Natürlich hier auch zu sehen auf diesem Kanal hier finanzmarktwelt.de. Deshalb das schon mal als Vorankündigung für das übergeordnete Bild. Allerdings im kürzerfristigen, da ist es nicht uninteressant, was wir hier aktuell gerade sehen, nämlich die Bewegung, die sich hier so ein bisschen nach oben zieht, können wir der trauen? Können wir hier einsteigen? Und wenn ich mir das mal angucke, hier so diese Abwärtsbewegung mit den Gegenbewegungen, die wir hier haben, dann muss man sagen, es ist doch noch eine Menge Sorge da. Wir haben immer wieder mal heftige Abwärtsbewegungen. Allerdings, wenn man ehrlich ist, so richtig getriggert hier wird man auf der Unterseite dann trotzdem nicht. Jetzt haben wir den nächsten zarten Versuch. Mal gucken, wie weit der dann trägt und ob der gegebenenfalls hier sogar dann noch weiter oder sogar deutlich weiter dann eben reicht. Das bleibt es wohl abzuwarten. Also so richtig ein klares Bild scheinen wir aktuell nicht zu haben. So schöne Bewegungsabläufe, wie wir hier abwärts oder hier aufwärts hatten, die gibt es natürlich nicht immer. Aber vielleicht kriegen wir es dann doch mal irgendwann auf der kleineren Zeitebene. Wechseln wir auf den Nasdaq, Quatsch, auf den Dow Jones, dann sehen wir dort ungefähr das Gleiche, nämlich den dezenten Versuch, sich hier nach oben mal weiterzuentwickeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht ganz so schön, das Ganze sich hier jetzt anzugucken. Es gibt allerdings auch hier so hin und wieder mal kleine Versuche. Ich will auf eine Sache noch mal hinweisen, weil das ganz wichtig ist. Das ist natürlich jetzt vorbei, aber vielleicht trifft uns nachher genau das gleiche Modell nochmal. Wir haben hier eine sehr starke Abwärtsbewegung und wir hatten eine Aufwärtsbewegung und wir sehen, dass der Kurs hier seine Tiefs immer weiter nach oben geschoben hat. Also die Zwischentiefs, die sind hier offensichtlich weiter immer nach oben gekommen. Wichtig ist jetzt dabei, aber warum denn jetzt nicht dieses Tief hier nutzen? Es ist ganz wichtig, immer zu gucken, wo war der höchste Punkt? Der hier war ja schon wieder niedriger. Also insofern ist das nicht das ganz tolle Bild, um hier dann entsprechend das als Trigger hier zu benutzen. Aus meiner Sicht immer an diesem höchsten Zwischenhoch dann hier orientieren und nicht an dem, was rechts von dem Hoch unterwegs ist. Erst wieder, wenn wir das alte Niveau überschreiten, dann können wir sagen, okay, jetzt wechselt von diesem Tief zu diesem Tief hier sozusagen die Unterseite. Also immer von hoch zu hoch. Das heißt, ganz einfach genommen, wenn wir dieses alte Hoch rausnehmen, spätestens dann wechselt das von diesem Tief auf das nächste Zwischentief. Und so können wir uns ein bisschen orientieren. Nein, wir haben im Moment noch steigende Tiefs hier. So lange ist alles in Ordnung. Das könnte sich aber jetzt gleich ändern, denn wir sehen so die letzte Tiefmarke, die wir dementsprechend haben. Wenn wir uns das hier mal so ungefähr angucken, dann hätten wir hier so einen Punkt, der jetzt vielleicht wegweisend ist oder eben auf einer sehr kleinen Ebene. Wenn man sagt, ich mag auch die internen Bewegungen, dann wäre man hier schon quasi auf der Short-Seite. Also insofern, das ist alles eigentlich ein Zeichen, dass wir noch in der bullischen Bewegung sind, nur im ganz Kleinen vielleicht nicht mehr. Was ich mir jetzt wünschen würde, wäre wiederum etwas irgendwie wackelig, so ähnlich wie hier, das dann allerdings irgendwann auch mal getriggert wird, um dann die Abwärtsseite nochmal zu fahren. Das ist sogar durchaus nochmal denkbar. Die Kurse hier unten sind immer noch nicht vom Tisch, auch wenn mein Trendkanal, wie ich ihn jetzt eingezeichnet hatte, vielleicht nicht ganz optimal ist, aber man sieht schon, wenn ich es jetzt ein bisschen anpasse, dann sieht es auch auf der Unterseite wieder schick aus. Also auch so ein Bild wäre nicht von der Hand zu weisen und dementsprechend die Abwärtsseite auch bei diesen ja, nicht ganz schlecht anmutenden Aufwärtsarmen hier zumindest mal noch eine Option für den heutigen Tag. Es ist also nicht ganz einfach, ich gebe das ganz ehrlich zu. Hier tue ich mich auch sehr schwer, jetzt hier in Begeisterung für eine Richtung auszubrechen. Übergeordnet vor dem Wochenende jetzt was zu positionieren, finde ich nicht so sexy, weil wir dann das Wochenendgap gegebenenfalls stopseitig mit abdecken müssten. Das ist immer ein etwas teurerer Spaß. Aber Intraday wäre genau das etwas, worauf ich besonders scharf bin, hier die scharfen Bewegungen, die wackeligen Bewegungen zu sehen. Wir können noch mal gucken, was der Nasdaq da macht aktuell. Der Nasdaq ist ja hier tapfer unterwegs. Und das ist allerdings hier ein sehr, sehr kurzfristiges Bild hier auf 10-Tick-Basis. Also für diejenigen, die wirklich dem Chart beim Wackeln zugucken wollen,
Das Prinzip übrigens ist auch auf diesen ganz kurzen Zeitebenen grundsätzlich das gleiche. Also wir sehen, dass auch das hier so genutzt werden kann, insbesondere wenn es eine klare interne Struktur gibt. Ich muss zugeben, das wäre mir viel zu wenig wackelig. Also diese Zeitebene zu handeln, ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Aber 5-Minuten-Chart kann es ja auch geben. Nicht aktuell, da ist der Markt nämlich im Ich-habe-keine-Ahnung-Modus. Da gucken wir ihm gerne bei zu. Sobald er sagt, jetzt habe ich wieder eine Idee, dann freuen wir uns auf Gegenbewegungen, die man dann ja wieder handeln kann. Also viel mehr kann ich leider vor dem Wochenende nicht mehr sagen. Am Wochenende, wie gesagt, der Überblick und nächste Woche geht es dann ja weiter. Und vielleicht kriegen wir ja das, was wir immer so proklamieren, dann im Laufe des Nachmittages noch geliefert. In diesem Sinne allen einen schönen Freitag noch, ein wunderbares Wochenende und gute Erholung.